Heute mal wieder ein Movie von mir. Falls euch meine Movies gefallen sollten, gern Like da lassen. Abo sowieso auf dem neuen Kanal. Da geht so in 14 Tagen los. Der ist unten in den Kommentaren. Ansonsten, wer genau wissen will, wann ich online komme, sollte die Glocke noch betätigen. So. Also, wir befinden uns heute mal am Dongdan Beach. Es ist so, dass der Chomchen Beach sich hier bei der Polizeistation hinter mir teilt. Ihr kommt im Schnitt von hier oben runtergefahren, müsst nach hier, ist eine Einbahnstraße, das ist der normale Chomchen Beach. Und hier hinten geht der Dongdan Beach los. Es ist so, dass es früher ein Geheimtipp war, weil da nicht viele Leute waren und früher haben sich viele, viele von unseren homosexuellen Freunden dort sehr, sehr wohl gefühlt. Das ist heute ein bisschen anders. Die russische Bevölkerung hat das alles eingenommen und somit ist es jetzt alles ein ganz normaler Strand, würde ich sagen. Ich war da früher immer mal, mir ist das am Anfang auch gar nicht aufgefallen, allerdings als dort die Garküchen, die ganzen Küchen und die alle Masseure männlich waren, da hatte ich mir doch schon mal Kopf gemacht und dann wurde mir das zugetragen. So, also wir schalten mal rum, weil es ist ganz schön windig und nicht viel los. Wir haben es 15 Uhr, aber dafür haben wir ein angenehmes Wetter. So, also, allerdings das alles erst nach der Werbung. So, ihr seht es hier, hier ist die Polizeistation. Allerdings ein bisschen in die Jahre gekommen, aber trotzdem mal auf. So, hier fängt der Beach an. Also nach rechts ist der Dongdan Beach und nach links der normale Beach. So, ihr seht, es ist nicht unbedingt zu viel los. Es sind natürlich noch Bauarbeiten. Und dieses kleine Monument mit dem Fußballspieler werden wahrscheinlich viele. Da war früher ganz schön mächtig was los mit Valence. Da konnte man Schach spielen, sich unterhalten, auf nette Mädels warten. Aber ihr seht ja, es ist im Bau, weil die Straße hier, die Chomchen Beach, eine Einbahnstraße werden soll. So, wir sehen hier, alles im Bau. Es wird hier schwer gearbeitet. Ansonsten haben wir hier die kleine Küche von der Polizei. Und die Polizeistation ist im Übrigen besetzt. So, hier kommt ihr von Pattaya direkt und wir gehen mal rein. Ist auch schön zu erkennen an 7-Eleven hier. Ansonsten ist es natürlich ganz schön in die Jahre gekommen. Wie gesagt, es ist eine Polizeistation, die auch geöffnet hat und hier hatte man früher, ja, hier konnte man sich sportlich betätigen, aber ja, seht selber, es ist vieles kaputt. Vieles in die Jahre gekommen. Es ist natürlich so, dass hier immer mal Partys nachts gefeiert werden. Dann tun sich die Leute hier treffen, weil es dann hier natürlich nicht regnet. So, ansonsten gucken wir mal hier drüben. Hier mal ein paar Lädchen mit Schwimmsachen und sonstigen. Ups. Hier die Straße rein. Da sind noch einige etlichen Bars. Wer meine Movies kennt, wird die Straße kennen. Ansonsten haben wir hier eine Kaffeebar und 7-Eleven dreistöckig. So. Wer sich ab und zu mal sportlich betätigen sollte, der kann abends hier immer mal hinkommen. Ich glaube, Mittwoch und Samstag ist hier, ja, ich würde es mal als Aerobic bezeichnen, mit Musik, also sportliche Betätigung mit leichter Musik im Hintergrund. So, hier haben wir schon mal Angebote fürs Wasserfahren. Ihr seht, 900 Baht bis 1500 Baht, kommt je nach Gerät wahrscheinlich drauf an. So, wir gehen mal durch. Es ist so, hier sind die Liegen besetzt.
Und hier vorne haben wir eine Freifläche. Also, ich würde sagen, bevor wir weitergehen, ich gehe mal schnell in die Werbung. So, hier haben wir das Vif d'Alea. Es ist ein sehr schönes Hotel. Allerdings vom Geldpreis natürlich auch etwas teurer, weil es direkt mit Meerblick ist. Ihr seht das schon. Und hier haben wir das Meer, jawohl. Also, es ist allgemeines Rauchverbot. Und hier haben wir eine kleine Freifläche. Es muss immer mal eine Freifläche gehalten werden. Unsere russischen Mitbürger gehen ja nicht so gern an die Strandkörbe bzw. an die Liegen. Und ja, hier haben wir natürlich noch ein paar, die am Beach wohnen. Ansonsten wird sich hier gesonnt. Ist ja nicht so viel los heute mit der Sonne. Aber für mich angenehm. So, wir gehen mal weiter und gucken mal rum. Es ist so, dass es hier sehr schöne kleine Bars gibt. Allerdings fast alles nur für die Tagbenutzung. Ihr seht es hier. Dongtan Beach. Diese Straße kann man auch befahren. Allerdings von 5.30 Uhr, ich glaube bis 21.30 Uhr. So, früher konnte man die nicht befahren, allerdings jetzt ist sie offen. So, wir gehen mal. Also ihr seht hier, Vif d'Alea, Beach Condominium, sehr schön. Ich war schon mal drinnen, hier vorne haben wir auch gleich, wir gucken mal, ob wir mal drüber halten können. Im Pool und alles, da sieht man's. Mein Gimbal ist leider immer noch kaputt, allerdings. Ja, es sieht manchmal schon erschreckend aus. So, wir gehen mal weiter. Wir haben hier natürlich auch einen Parkplatz. Scheint nicht. Oder? Ja, doch, ist belegt. Und ist kostenpflichtig. Allerdings könnt ihr auf der Straße parken und somit habt ihr das frei. So, hier wieder kleine Essen-Food. Hier haben wir nochmal Preise für Food. Hühnchen, Fisch und Schwein. Allerdings immer sehr gewöhnungsbedürftig. So, wir gucken mal hier. Ja, hier wird der Beach nicht so sauber gemacht. Die Strandverkäuferin ist auch unterwegs. Nicht nur eine, sogar mehr. Und hier in dem freien Stückchen. Ja, hier wohnen auch immer mal Leute am Strand. So, wir gehen mal weiter. Hier haben wir die Parkgebühren. Also die erste Stunde 5 Baht und dann die nächsten jeweils 10 für Motorbike und das Doppelte fürs Auto. So, also wir gehen mal hier rum, weil es gibt ja schon sehr schöne Häuschen. Allerdings meine ich das nicht hier. Ihr seht, das ist im Bau. Fehlt glatt weg die Wände. Ein offenes Zimmer, würde ich mal sagen. Ansonsten haben wir hier Restaurants. Es ist so, dass man früher darauf bestanden hat, dass man immer Shirts anhat. Aber so wie das aussieht, ist das jetzt nicht mehr so. Es ist natürlich so, dass früher hier sehr, sehr viel Leute waren. Und jetzt werden wir gleich mal gucken. Da hat das mächtig nachgelassen und wir sind natürlich Nebensaison. Wir haben hier schon mal schön zu Abendbrot gegessen. Und es hat echt lecker geschmeckt. Allerdings würde ich sagen, wir gehen nochmal in die Werbung. So, hier haben wir für Toiletten, ihr seht, 10 Baht und Shower 20 Baht. Das ist natürlich
ganz schön viel, würde ich mal sagen. Und hier mal so die kleinen Hotelanlagen, beziehungsweise das andere Wieftalet. Wir haben hier zwei Wieftalets. Das dürfte Wieftalet 1 oder 2 sein. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, welches das ist. Und hier haben wir die Hotelanlage. Allerdings, ihr seht, wie gesagt, wir haben Nebensaison. Und wenn ihr hier was rein wollt, ihr könnt natürlich von oben rein, von der Depressit Road. Und hier unten geht es eigentlich auch rein und raus. Allerdings nur mit Kerzen. So, wir gehen mal rüber zum Beach und gucken mal, was hier so am Beach los ist. Allerdings muss ich, habe ich natürlich gesagt, es ist 15 Uhr, es ist Nebensaison und die Sonne scheint jetzt nicht so unbedingt. Ihr seht, wir haben jetzt auch hier weibliche Masseure, so was ich hab. Und ja, es ist gar wenig los, 1-2 Leute pro. Wie hier, das wird von Eichhörnchen bevölkert, sehe ich gerade, sieht man es. Hier ist gleich eins, wo ist es? Ja. Also die kann man füttern, auch völlig zahm. Wie gesagt, viel ist hier nicht los, aber es ist halt auch Nebensaison. So, hier haben wir zum Beispiel das Beachfront Resort. Eine sehr schöne Anlage. Wir haben hinten noch ein paar wunderschöne Anlagen. Aber wie gesagt, hier ist alles ja mit Eichhörnchen voll. Die haben wir keinen. Ihr seht es ja bei dem Mann. Na? Also man kann auch kaufen, das habe ich mit Otto früher gemacht. Und dann essen die Kekse. Zack, noch eins. Weil es ist so, dass die hier regelrecht gefüttert werden. So, ansonsten, ja, die Beach Road hier. Es sieht ganz annehmbar aus. Es ist für viele Läufer auch nachts, beziehungsweise sehr früh. Eine Rennstrecke, weil hier an für sich erst 5.30 Uhr gefahren werden darf und das eine wunderschöne Strecke sind. So, ich würde sagen, hier ist es ein Beach Kitchen, wo abends natürlich auch man rein kann für normale Leute zum Essen. Ihr seht es hier, man muss jetzt nicht unbedingt hier ein Zimmer haben, allerdings baden ist nicht erlaubt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Werbung und dann gucken wir mal. Werbung! So, hier sind wir wieder auf der Beachseite, aber ihr seht es hier, gar keine Leute. Bis ein Mann, wieder gar keine Leute, wer natürlich eine billige Toilette sucht und nicht unbedingt die 10 Bad berappen will, der sollte hierher gehen. Ansonsten haben wir jetzt hier das Avalon, ist auch ein Beach Resort. Allerdings ist das hier so da hinten rein, ne? Und nicht dieses Bütchen hier. So, wie gesagt, hier sind die Toiletten. Hier ist natürlich immer ein bisschen voller, sieht man es. Auch vom Strand her. Hier sehen wir schon, wie die Herren massieren.
Es ist wahrscheinlich immer noch so ein bisschen für unsere homosexuellen Freunde, ich kann es euch nicht genau sagen, aber wir haben ja hier auch zwei schöne braunhäutige. So, also, wir gucken mal rum hier. Hier, das wird verkauft. Ihr seht, Dewey's Place, Bar und Restaurant, ist alles leider geschlossen. Allerdings wird hier schon aufgestockt, gearbeitet und gebaut. So. Hier haben wir natürlich ein sehr steinisches Hotel. Allerdings würde ich sagen, das sollte das mal gewesen sein. Wir werden ja noch mal ein bisschen weitergehen. Allerdings müsstet ihr dann Teil 2 abwarten. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt munter, geht mal in den Beach. Es ist immer sehr angenehm hier, sehr ruhig hier, sehr gelassen hier. Wenn ihr am Beach sitzt, hört ihr zeitweise die Fahrzeuge hier nicht, weil nach hinten ist es an für sich für die Autos eine Sackgasse und ansonsten fahren hier nur Mopeds lang. Also in dem Sinne, euer Tattoo-Man, euer meine Buddy, bleibt gesund, bleibt munter und werdet alle glücklich. Bye bye. Hallo Leute. Das neue Video geht da! Oder zum Abonnieren da! Ja! Und das andere Movie da! Ja. Oder was da? Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist es! Oder neues da. Movie! Oder da? Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden! Yeah! Und nicht vergessen! Abo! Abonnieren. Naja, irgendwo. Abonnieren.